Liebe Kücheninteressierte, mein Name ist Wolfgang Cornelius, unabhängiger Küchenplaner. Unser Thema heute: Eckschränke. Welche gibt es und ist die tote Ecke eigentlich wirklich so ein Stauraumkiller? Unabhängiger Küchenplaner, was heißt denn das? Ich unterstütze unabhängig beim Küchenkauf. Gerne mache ich auch für Sie Planungsvorschläge. Schreiben Sie mich an. Immer wenn es bei einer Küche um eine L-Form oder eine U-Form geht, haben wir die Fragestellung, wie komme ich um die Ecke? Welchen Eckschrank oder tote Ecke nehme ich? Zunächst der Klassiker, das Drehkarussell. Gibt es in zwei Größen, 80x80 und 90x90. Sollte für Sie der kleinere, der 80er, in Frage kommen, überprüfen Sie, ob Sie mit Ihren Töpfen und großen Pfannen klarkommen mit der schmaleren Öffnungsbreite von ca. 31 cm. Und übrigens, die Böden kann man zum Saubermachen rausholen. Dann der Halbeckschrank mit seinen rausziehbaren Tablanen oder in der Form als Le Mans mit den voll ausziehbaren Tablanen. Braucht auf der einen Seite 65 cm und auf der anderen Seite 110 bis 125. Der Vorteil von dem Le Mans Schrank ist natürlich die vollständige Herausziehbarkeit des Tablars, was die Erreichbarkeit der Töpfe und Pfannen natürlich wesentlich verbessert. Und den Namen Le Mans ist übrigens abgeleitet auch von der Rennstrecke. Vor ein paar Jahren sehr verbreitet, mittlerweile fast vollständig verschwunden vom Markt, der Eckschubladenschrank. Auf den ersten Blick genial, Schublade in der Ecke, bei genauerer Betrachtung ein Stauraumvernichter. Eine clevere Ecklösung ist es auch, wenn ich ein U habe mit einer Halbinsel. Da kann ich den Eckraum nutzen durch einen Schrank, dessen Schubladen oder Türen man von der Inselrückwand aus nutzen kann. Nun kommen wir zur sogenannten Totenecke. Klingt nicht gut. Wer will das schon haben? Tote Ecke. Aber der Vorteil ist, ich kann mit Stauraumschränken, schöne breite Ausrüstschränke, bis an die Ecke ran. Und je nach Planungssituation habe ich letztendlich viel mehr Stauraum, wenn ich wirklich breite Stauraumschränke nehmen kann bis zur Ecke. Der Vorteil, je nach Planungssituation kann ich mit einem Auszugsschrank, einem breiten Auszugsschrank bis an die Ecke ran. Und dann habe ich unter Umständen mehr Stauraum als mit einem zum Beispiel Le Mans Schrank. Mal abgesehen davon, dass die Eckschränke auch immer sehr preisrelevant sind. So, das war's mal wieder. Ich freue mich auf Ihre Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Kritik und ganz besonders auf Ihre Anfragen nach meiner Unterstützung. Wolfgang Cornelius, Ihr unabhängiger Küchenplaner.